Tada, wir werden jetzt einen Ring aus Titan Grad 2 anfertigen. Das da ist nur ein Probestieg aus Alu. Und nicht nur, damit die Frau Schäfer einen Ring kriegt, sondern auch, dass wir gleich ausprobieren können, wie sich das Titan bearbeiten lässt. Nicht wahr? Mir hat einer empfohlen, dass ich Einsatz für Aluminium nehmen soll. Ne, das probieren wir nicht. Und da können wir das gleich ausprobieren, Zentrierbohrung machen, Plan drehen, bohren, innen dran, anstechen. Und ja, na klar ist es eine Verschwendung. Ne? Und so ein Ring aus einem 40er Alu, Blödsinn, aus einem 40er Titan, das ist auf 25 Ober dran. Aber erstens haben wir nichts anderes und zweitens ist uns für die Frau Chef nichts sehr. So, und das gehen wir jetzt an. So, wir haben uns jetzt unser schönes Titanstück eingespannt. Eine Aluminiumplatte. Und jetzt werden wir mal ein Spännchen runternehmen und schauen, wie sich das Zeug verhält. Nicht wahr? So, nachdem wir schlaue Tabellen gefunden haben im Internet, nachdem bei einem Grad 2 Titan die Schnittgeschwindigkeit 80 bis 100 Meter beträgt und das waren bei einem 40er rund 630 Umdrehungen. Naja, 630, wir haben 560 zur Auswahl, ne? Dann nehmen wir 560 und probieren das einmal. So, wir haben jetzt eine etwas andere Drehmesselform gewählt. Die Spann hebt wunderschön ab mit den Aluplatten. Also wirklich. Und jetzt schauen wir, wie es mit der Messerform geht. Also in Spar bricht es uns nicht. Ne? Die Späne sind so heiß, also jetzt nicht mehr. Und das Klumpert wickelt es uns dauernd um. Ja, das geht. Aber sonst nimmt er die Aluplatten, das Titan, wunderschön her. Wie gefallen. Also wenn man immer so angesetzt, wenn wir im Vorschub so ansetzen, so stufenweise, dann kriegen wir etwas kürzere Spännchen zusammen. Dann wickelt es uns das Klampert nicht um und haut es uns in die Pappen. Es geht schon. Also mit abgesetztem Vorschub kriegen wir kurze Späne zusammen, weil die sind wirklich zach. Also das ist, also die Späne sind schon ein wenig luder. Aber das wird schon. So, Drehzahl ist aktuell 560 und zustellen da haben wir im Durchmesser 1 mm, das heißt der Spann ist einen halben Millimeter tief, dick.
oder macht es schon ganz schön, das geht schon. Das sind die teuersten Spande, was ich auf dieser Maschine jemals produziert habe. So, wir stellen ihm jetzt 2 mm im Durchmesser zu. Also der Span ist 1 mm dick und vorne ein wenig zarter. Dann werden vielleicht die Späne nicht so bockig. Man hat ja fast das Gefühl, man trat auch Aluminium. Nur, dass die Chips nicht anreißen, wenn man es entfernt. Wobei ja das Grad 2 praktisch ein rein Titan ist. Seewasserbeständig, bla bla bla. Medizintechnisch wird es auch verwendet. Das heißt, wenn ich mir einen Knochen brich, dann kann ich mir meine Schrauben dafür selber dran. Ne? Auch nicht schlecht. So, wir brauchen jetzt nur 1 mm. Den Drama ganz zart da, weil dann brauchen wir die Oberflächen, Alter, die schaut gut aus, dann brauchen wir die Oberflächen gar nicht polieren oder sonst irgendein Schmonzes. Also die Oberflächen ist schon, boah, Alter, da brauchst du nichts mehr machen. Ne? Also das funktioniert ganz gut mit den Aluplattl. Jetzt schauen wir dann, wie es beim Bohren tut. Ne? Also das ist ein normaler ASE-Sandbohrer. Er geht zwar rein wie in Butter, aber man muss schon sehr aufpassen wegen einem Überhitzen und damit sich die Spanner nicht verkleistern und in Bohrer möcheln und ja, das war's dann. Ne? Also die Schneiden ist ja noch gut, aber wie man sieht, reibt er an und das führt dann zur Überhitzung, also da muss man schon aufpassen und gut schmieren. Aber sonst geht es mit einem HSS-Werkzeug problemlos. So, wir brauchen 19 mm Innendurchmesser. Da werden wir jetzt mutig mit einem 17er Bohrer mal reinfahren und schauen, was passiert. Ob uns das dran um die Ohren fliegt oder nicht. Und dann drehen wir es auf 19 mm aus. So, der Bohrer hat es überlebt. Ja, warm ist auch wohl. Die Maschine auch. Also werden wir es jetzt innen austragen. Ne? Dann werden wir mal den Innendurchmesser auf 19 mm austragen. Dazu haben wir sie wieder eine Aluminiumplatte montiert. Auf Drehzahl haben wir wieder 65. Das reißt sich nicht viel. Naja, und dann machen wir das einmal. Ne?
So, schauen wir, was wir haben. Wir haben 18,5, brauchen wir einen halben Millimeter, weil 19 brauchen wir, glaube ich, nicht wahr? Ja, 19. 19. Brauchen wir noch 18,5, 19, ja. Einen halben Millimeter noch. Schauen wir mal, was an. Neunzehn auf den Punkt. Die Oberflächen ist. Ah. So, dann werden wir noch die Kanten brechen und ein wenig anrunden. Und dann werden wir anstechen. So, jetzt kommt das, auf was alle gewartet haben, auf so Stechen. Schauen wir, wie weit kommen wir rein. Ja, nicht ganz 10. Machen wir es auf 9, das ist eine schöne Zahl. Und dann werden wir einen Stiegel einstechen, die Fasen aufmachen und dann stechen wir es komplett durch.
Sind wir es geschafft, wir haben unser erstes Titanteil gedreht. Die Farbe ist zum Alu etwas eher grau, das Alu ist eher silberweiß. Die Oberfläche ist nicht poliert, die ist so wie es aus der Treibung rausgekommen ist. Die Stirnseiten sind auch nicht nachbearbeitet. Ich habe nur die Kanten gerundet, damit man sich nicht verletzt, wenn man sich den Finger anlegt. Ne? Naja, zum Bearbeiten ist, wie wenn man Aluminium mit der Festigkeit von einem Stahl hat. Ne? Wenn man Aluminiumplatten nimmt, geht das wunderbar. Also die Oberfläche ist mit Aluplattendraht. Scharfe HSS-Werkzeuge gingen auch. Beim Bohren muss man halt schauen, dass man ein wenig kühlt und nicht zu lang im Bohrloch drin bleibt, weil sonst verreibt sich der Spaß. Und das macht dann keinen Spaß mehr. Naja, und den werden wir jetzt dann der Frau Chef geben. Und die wird sich freuen darüber. Und die wird uns loben. Hoffentlich.